Hallöchen liebe Leute, hier ist euer Vortex mal wieder mit einem neuen Video, heute ein Tutorial von der Share Factory. Die Share Factory, ja, das ist eine von PlayStation 4 zur Verfügung gestellte App, beziehungsweise PlayStation 4 nennt das Spiel. In meinen Augen ist es mehr eine App, aber egal, ich möchte sie euch heute nur näher bringen und möchte sie ja nicht anpreisen. Und zwar haben wir hier Startdesign, dann gehen wir auf neues Projekt und dann möchte ich euch mal so die Grundfunktion erklären. Und zwar könnt ihr hier ein Design wählen, in was für ein Design das Ganze ablaufen soll. Das ist eigentlich nicht wirklich von Belang, weil jedes Design enthält eigentlich nur Schleichwerbung für Share Factory. Deswegen mache ich die auch immer raus. Aber wir benutzen einfach mal das. Dann haben wir hier unsere ganzen Clips, die wir auf der PS4 gespeichert haben. Die können wir dann verwenden. Da verwende ich jetzt einfach mal einen kleinen Clip hier. Den können wir uns nochmal anschauen. Ja, den verwenden wir mal. Das ist ein kleiner Clip von Battlefield 4, wie ich mit der Schrotflinte ein paar Leute hole. Dann sind wir hier schon bei diesem Menü. Das wäre auf jeden Fall die Blende. Wir können uns das Ganze dann natürlich anschauen mit R2. Aber eher unwichtig, denn den Anfang wollen wir ja eh nicht sehen. Deswegen machen wir die zwei Clips direkt mal weg. Das geht dann ganz einfach mit Viereck. Und können diese dann löschen. Und dann haben wir hier nur noch unseren Clip und noch eine kleine Outro. Natürlich wieder von Share Factory. So, jetzt haben wir nur noch den Clip. Und wir können jetzt mit dem Touchpad nach rechts, links gehen. Können den dann so bewegen. Und jetzt kommt das ganze Tolle an dem ganzen Zeug. Wir haben hier die Möglichkeit, unseren Clip zu schneiden, aufzuteilen oder den nochmal zu kommentieren oder mit so kleinen FXs. Das sind hier diese, FX hinzufügen, so kleine Comic-Stickerle oder was das auch immer sind. Da könnte ich jetzt hier, wie so ein Profi-Editor, könnte ich jetzt oben links Level Up in die Ecke fügen. Und dann steht es halt da die ganze Zeit. Und wenn wir nur jetzt wollen, also wir haben den jetzt bei der 9. Sekunde angefügt und wir sagen, wir wollen nur, dass er bis 11. Sekunde da ist. Dann gehen wir auf Viereck und machen Clip aufteilen. Teilen den hier auf, wo wir das Level Up oben beendet haben wollen. Und dann liegt praktisch nur das FX hier. Ab der 9. Sekunde bis zu der 11. Und jetzt ist es wieder weg und der Clip läuft einfach durchgangslos weiter. Dann haben wir noch die Möglichkeit, Clips natürlich durch Aufteilen zu durchtrennen und dann den Clip zu verschieben. Da gehen wir dann auch wieder auf den zu verschiebenen Clip, gehen drauf und verschieben den mit L und R1. Aber das wollen wir ja eigentlich nicht. Dann, was haben wir noch für Möglichkeiten? Wir haben natürlich noch die Möglichkeit, die Lautstärke von dem Clip. Das ist, finde ich, meiner Meinung nach ganz wichtig zu erwähnen, denn Share Factory macht die Clip-Lautstärke immer automatisch auf 80%. Das heißt, wenn ihr volle Lautstärke wollt, müsst ihr den wieder auf 100% hochschrauben. Und ja, dann haben wir noch die Möglichkeit, die Blenden zu bearbeiten. Aber wiederum, Blenden sind immer wieder, wie man hier sieht, mit Share Factory Schleichwerbung. Oben rechts Share Factory, ein kleines Schild mit Share Factory. Es wird schwarz wegen Share Factory. Fick dich, Share Factory. Ja, dann haben wir noch weitere Möglichkeiten und zwar können wir dann noch Screenshots hinzufügen. Natürlich auch wieder von unserer PlayStation, was wir auch immer wir gespeichert haben. Und dann haben wir noch die Möglichkeit und somit wirklich das Wichtigste, das Kommentieren. Wir können jetzt einfach mal uns den Clip schnappen, machen einen Kommentar hinzufügen. Dann labern wir irgendwas, weil wir ganz cool sind und freuen uns danach wieder es anzuhören und das war's von mir. So, und jetzt können wir das Ganze nochmal anhören. Hier kommt meine Stimme. Dann labern wir irgendwas, weil wir ganz cool sind und freuen uns danach wieder es anzuhören und das war's von mir. Ja, und die Kommentarlautstärke können wir natürlich auch hervorheben, indem wir die Kommentarlautstärke lauter machen, als der Clip eigentlich ist. Ja, und das können wir bis zu 10 Mal machen. Dann müssen wir das Video rendern und nochmal reinstecken oder wir labern einfach längere Tonspuren, damit das nicht so, ja, damit ihr das nicht nochmal rendern müsst. Ja, es gibt eigentlich nicht mehr viel über Share Factory zu sagen, außer dass es ein gutes Programm ist, weil es kostenlos ist und uns
Let's Playern, Gameplayern, Reviewer einfach mal eine Startmöglichkeit gibt, ohne ein Programm auf dem Computer besitzen zu müssen. Aber das war es auch schon wieder mit dem kleinen Tutorial oder mit der Vorschau von Share Factory. Das war's von mir, dem Vortex, und wir sehen uns beim nächsten Video. Adieu! Oh, Scheiße, Alter, Scheiße!